So, hier war doch ein Gebäude, wenn ich mich nicht täusche. Ach gut, da ist sogar eine Tür dran. Wollen wir da mal rein? Aber da, ich sehe schon, hier ist ein Alarm dran. 14%. Na, ich versuch's mal. Aber so gesehen, ich wollte gerade sagen, die Lederlappen sind ja eigentlich vertrieben aus der Stadt. Das heißt, wenn hier der Alarm losgeht, nervt er mich nur gehörig. Und das war's dann auch. Weil Lederlappen sind ja schon weg. Die können wir ja nichts mehr tun. Was liegt darum? Euch die Nase zuhaltend, beugt ihr euch vor, um den Titel des Buches zu lesen. Macintosh Funkverstärker Reparaturanleitung. Bedauerlicherweise wurden alle Seiten bis auf 3 herausgerissen und offenbar als Toilettenpapier verwendet. Ha. Warum auch immer. Do not listen to Dugan, Los Angeles. Do not let fear turn you into his slave. The future he envisions will never happen. He will never rule it. For I and my children will burn his pathetic dreams to ashes in the blazing glory of our golden future. Dugan wants to enslave humanity. I want to save humanity. In my future, humans will be perfect beings. Immortal. Invulnerable gods with gleaming metal skin. Ach, future, durch. Humanity will be fuel for his forges. Bring him no offerings. Hey, you folks. This is Mayor Von Grass. Oh, toll, jetzt redet doch alle durch. I'm back in my office now, thanks to the Desert Ranger. And I'm gonna do my best to get old Rodia back on his feet. So if you've got any problems that need addressing, just stop on by. My door is always open. And, ja, redet ruhig weiter durcheinander. Also, der gute Matthias sagt, wir sollen Dugan nicht Vertrauen schenken, was wir sowieso nicht tun würden, aber Matthias vertrauen wir natürlich genauso wenig. Oh, was ist los? Begegnung, wer ist da drin? Ein Wachhund! Hey, Wachhundi, ich will dir eigentlich nichts tun, aber wenn du halt schon mal da bist, kann dich nicht sehen. Kann dich nicht, so, jetzt sehe ich dich. Eigentlich will ich dir echt nichts tun, aber was soll ich sonst machen? Wenn du mich angreifst, kriegst du Stress. So läuft das hier. Oh, einen Erfahrungspunkt. Wow. Na, dann kommt mal rein, Kinder. Was haben wir denn hier alles Schönes? Erstmal eine Runde Hundefell, würde ich sagen. Hundefell für alle. Und ihr habt alle das Inventar voll, Leute. So, erstmal baggern wir das auf. Bastel, bastel. Aha, schwere Waffe. Sehr schön. Nimm mit. Da ist natürlich vermint. Nein! Ich hab doch auf Dings gemacht. Mist. Ich sollte entschärfen, nicht einfach dran gehen und die Falle auslösen. Blöde Kuh. Ah ja, etwas Munition. Immer sehr schön. Da ist natürlich auch noch verschlossen, klar. Oh, ein Scharfschützengewehr. Aber nicht so gut wie das, das ich bereits habe. Naja, ich nehme es trotzdem mit. Kann man sicher noch gewinnbringend irgendwo verscherbeln. Nö, hoffe ich jedenfalls. Gut, haben wir das auch leer gemacht. Dann haben wir hier gegenüber noch, da ist natürlich auch wieder ein Alarm dran. Ich versuche trotz besseren Wissens, wieder besseren Wissens, nochmal den zu entschärfen. Möchtest du... Was ist denn hier los? Ach so, sie hat Zap, das heißt minus 4 Alarmanlagen entschärfen. Wie lange hält das noch an? 20 Sekunden, so lange warte ich nicht. Löst halt den Alarm aus, mir egal. Oh, ist das ein Toaster? Sehen meine müden Augen denn da ein Toaster? Bin ich aber gespannt, was da drin ist. Stimmt, Toast.
Nein, Herr Entschulders. Ah, Anti-Schuppen-Shampoo. Wunderbar, das kann man immer gebrauchen. Jacke für eine Mönchsrobe. Ist ja noch mehr im Raum. Nee, da steht ein kleiner Ventilator, aber der ventiliert nur etwas. Ziemlich hyper das Ganze. Okay. Da ist nichts. Da ist eine Bushaltestelle. Ach schön, hier fährt ein Bus. Da können wir theoretisch durchbrechen. Scotchmo kann das schon mal nicht. Er kann das auch nicht. Oslo Senfverwalter. Ich vergesse immer seinen Namen. Dabei ist Oslo Senfverwalter doch eigentlich ein Name, den man sich merken könnte. So man denn wollte. Ah, jetzt ist sie auch nie mehr von Zapp betroffen. Hey folks, this is the mayor. Just want to let you know, Mrs. Willits over at Willits Farm has a surplus of beets and sweet potatoes. And she's willing to trade for roofing supplies and tar. Just see her at her place. She'll be in the shed. Habe ich noch Teer, den ich tauschen kann? Bin mir nicht sicher. Matthias is lying to Los Angeles. Aha. He says, I will enslave you and he will save you. It is he who is the slaver. He promises you everlasting life as a perfected human. What he means is everlasting slavery. He will never make you his equal. He will never allow you free will. You will be his children, his slaves, forever. And I don't want to enslave you. I want to destroy you. Ach, das ist natürlich viel besser. You have your freedom until your doom comes upon you. Don't let Matthias trick you into eternal torment, Los Angeles. Ja, also Dugan wollte da anscheinend kurz was klarstellen, nämlich er will uns gar nicht versklaven, sondern er will uns alle töten. Das finde ich nett, dass er das nochmal so klar und deutlich sagt, sonst hätte man das glatt verwechselt. So, Ulfric Kell, Stormcloak, wie geht's dir, mein Freund? Oh, Hoblets Problemlöser erhalten. Ich weiß, ihr konntet unsere Kranken nicht helfen. Ich hatte noch gar keine Chance dazu. Aber ihr habt uns unsere Stadt zurückgegeben. Ihr habt mir meine Kneipe zurückgegeben. Und das bedeutet mir viel. Also hier, nehmt das. Hatte jemand für Frieden, hat hier immer für Frieden gesorgt. Vielleicht rettet es euch ja mal den Arsch. Sag mal, weißt du, wo wir Katzenstreu bekommen? Ah, ihr sucht nach Material, um Strahlenschutzanzüge herzustellen, richtig? Tja, ich hab keins, aber ein paar Bauern halten Katzen. Fragt mal den alten Dante, er könnte was haben. Und Dr. Hodge hat er auch. Er behandelt gelegentlich Patienten mit Strahlenvergiftung. Wir hätten gerne was zu trinken. Du hast Tequila. Und ich habe Schrott. Nur Tequila also, nicht gerade viel Auswahl. Wir bauen ausschließlich Agaven an, wir schenken ausschließlich Tequila aus. Was sind Agaven? Da steht Zwas, ihr seht es. Ist eine stachelige Pflanze, absolut ungenießbar. Sie taugt bloß für Tequila. Auspressen, den Saft gären lassen und voila, Tequila. Okay, nicht brennen, nur gären lassen. Gut, wenn ihr das so trinkt. Ich würde es nochmal brennen, aber ich verstehe auch nichts davon. Ein ganzer Raum allein für Spieler. Das Leben war so viel freudenloser in Darwin. Oh, guck mal, einarmige Banditen. Diese eigenartige Maschine akzeptiert Schrott und zahlt Kugeln aus. Ein Spiel kostet 10 Einheiten Schrott. Für 10 Scraps am Spiel nochmal zocken. Oh ja, unbedingt. Komm schon, Daumen drücken. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm schon, spuck den Gewinn aus. Wie nix? Nochmal. Ja, 10 Scraps, immer rein damit. Ich bin nicht spielsüchtig. Wie kommt ihr darauf? Lässt mich völlig kalt. Ich muss nicht immer und immer wieder spielen, bis ich gewinne. Das stimmt überhaupt nicht. Das würden Leute tun, die süchtig nach dem Spiel sind und sich nicht unter Kontrolle haben. Ich kann jederzeit damit aufhören. Komm, eine Runde noch. Ich muss das nicht. Ich habe Kontrolle. Ich habe mir ein Limit gesetzt. Mein Limit ist alles Geld, das ich habe. Und wenn ich das verzockt habe, bin ich pleite und lebe unter einer Brücke. Noch eine Runde. Komm schon.
Irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieser Automat nicht richtig funktioniert. Der ist doch kaputt. Nehmen wir den anderen. Komm schon, komm schon. Mutti braucht ein paar neue Schuhe. Ah, der ist auch kaputt. Hey, Moment mal. Ich habe doch Informatik. Haha, das funktioniert. Geil. Komm, hack mal den Automaten. Guckt gerade keiner. So funktioniert Glücksspiel. So gewinnt man dann auch. Bingo. Hat 50 mal 3006 Munition erhalten. Wunderbar. Kann ich den nochmal hacken? Nee, aber den kann ich. So macht mir Glücksspiel Spaß. So hat auch jeder einen Gewinn davon. Also jeder, der das Ding hackt. Nochmal 50 Schuss Munition. Sehr gut. Und was kriegen wir da raus? Lass mich raten. 50 Schuss Munition. Bingo! So, das geht dahin. Wird ja immer noch hier die Raumannkerze sehr hübsch. Das ist ein Flammenwerfer, wenn ich das richtig sehe. Ein verrückter Bastard hat einen Feuerwerksmörser und einen Granatwerfer zusammengefummelt und eine Panzerabwehrwaffe erschaffen. Und das mit Flair oder Flammen. Kapiert? Egal. Wenn ihr eure Kämpfe leuchtend und farbenfroh mögt, ist die Kanone was für euch. Löst mit 55% prozentiger Wahrscheinlichkeit Rockets Red Glare oder in der Luft detonierte Bomben aus. Finde ich schon ziemlich scharf. Den muss ich irgendwann mal ausprobieren. So, was haben wir hier noch? Bisschen Bierwerbung. Und hier hinten? Oh, feuchte Schluchten. Hallo, feuchte Schluchten. Wie geht's dir? Suchst du Spaß? 20 Kugeln und ich werde dich so dermaßen verwöhnen, dass deine Eier danach Hosiana schreien. Nein, danke. Jetzt gerade nicht. Ich brauche heute kein Herpes. Oh, eine Ziege. Ich würde fast sagen, das ist ungewöhnlich, aber so ungewöhnlich dann doch wieder nicht. Mist, Tierflüsterer funktioniert nicht, sonst hätte ich nur einen Ziegenbegleiter gehabt. Was habt ihr hier noch so? Ah, da steht noch jemand. Tittenmaus. Ah, natürlich, klar. Hallo, Tittenmaus. Nee, auch da bin ich jetzt gerade nicht so. Ich gehe mal kurz in dein Zimmer. Hat sie mich gerade Honigpupöchen genannt? Dann husch husch, meine Honigpupöchen. Die Miete zahlt sich schließlich nicht von alleine. Okay. Oh, und da haben wir noch zwei Finger, Johnny. Johnny, was geht ab, mein Freund? Nee, das ist nicht so ganz meine Baustelle. Aber nur weiter so. Warum eigentlich zwei Finger, Johnny? Sind dann noch zwei über? Oder benutzt du die zwei so geschickt, dass du dafür den Spitznamen verdient hast? Ich weiß nicht. Ich halte mich gerade mal fern von den Prostituierten. Und gehen wir wieder raus vor die Tür. Bisschen frische Luft schnappen. Ach, das Ding habe ich auch noch erhalten. Ich schiebe den mal kurz zu Scotchmo rüber, um das zu vergleichen. Hoblets Problemlöser, Schrotflinte. Ja, ist aber nicht so der Burner. Hier kommen wir ins Wohngebiet, oder was? Hallo, Bürgermeister. He's paying in scrap and shots. Das ist aber nett von ihm. Da läuft jemand rum, aber es ist nur ein Peasant. Mit dem kann ich nicht reden, oder? Nee. Und du bist Landarbeiterin? Auch nicht reden. Ihr habt hier ja ganz schön sumpfig in der Ecke, muss ich schon sagen. Schöner, matschiger Sumpf. Oh, mal kommen wir rein. Das ist keine Entzugsklinik, oder? Nein, Scotchmo, keine Sorge. Etheline. Warum kann ich meinen Sohn nicht sehen? Weiß nicht, vielleicht bist du blind. Samgar. Da drin ist ein kranker Junge und der Arzt will uns nicht reinlassen. Warum können wir nicht zu unserem Tom? Wer ist denn der Doktor? Horchata ist sein Name. Er sieht lustig aus, hat sich gegenüber der Stadt immer richtig verhalten. Diese Krankheit aber... Ich habe ihn nie derart verblüfft gesehen. Und wer ist Tom? Der von Tom und Jerry?
Dieser Junge, das ist einfach nicht fair. Erst stirbt seine Verlobte kurz vor ihrer Hochzeit und jetzt ist auch er krank. Wir haben gebetet, dass der Arzt helfen kann, aber jetzt... Erzähl uns von dieser Krankheit. Es ist einfach nicht richtig, dass die Krankheit nur uns Bauern schaden soll. Für uns ist das Leben schon hart genug. Da hast du recht, ist gemein, aber... Krankheit sucht sich das halt nicht aus. Die geht halt zu den Leuten, die krank werden. Oh, wen haben wir da? Das ist Tom. Tom, alte Hütte. Tom, alt... Wo geht sie denn hin? Tom? Warum bist du rausgegangen? Sind meine Mama und Papa noch draußen? Jetzt redet sie durch die Wand mit Tom. Sie sind im Warteraum. Ich wünsche, sie würden nach Hause gehen. Hab Dr. Horchata gesagt, er soll mich ihnen nicht in diesem Zustand zeigen. Ich möchte nicht, dass sie sich anstecken. Was hältst du von Dr. Horchata? Wenn uns jemand retten kann, dann ist es der Doc. Doch ich weiß nicht, wieso er sich mit uns abgibt. Ich habe nichts, wofür es sich lohnen würde zu leben. Naja, sei mal nicht so pessimistisch. Die Krankheit ist ansteckend? Vielleicht. Es hat meine Verlobte entführt. Entführt? Getötet, habe ich gehört. So wie ich mich jetzt fühle, wünschte ich, es hätte mich genommen. Dr. Horchata sagt, ich soll weiterhin hoffen. Aber warum sollte ich ohne Lana gehen wollen? Boah, weiß nicht, nur so. Du darfst gerne wieder reinkommen. Upsi. Kleiner Lag. Da ist nur ein leeres Bett drin. Da anscheinend auch. Da, oh, eine Kiste. Und ein Safel. Die räume ich mal kurz leer. Die medizinischen Vorräte braucht hier im Krankenhaus der Kanner. Die kann ich ruhig mitnehmen. Ist ja quasi völlig wertlos. Hier was für den Chirurgen. Oder die Chirurgin. Ein Zahlenschloss. Das ist doch hier seine Spezialität quasi. Das knacken wir mal schön auf. Oh, ein bisschen Chloralhydrat und ein Erste-Hilfe-Kasten. Danke. Und da sehe ich auch schon den Doktor. Schließt die Scheißvorhänge. Wollt ihr, dass die Patienten das sehen? Ja. Was haben wir denn? Ein Mann mit einem blutbefleckten weißen Kittel steht neben einem Operationstisch und führt eine Autopsie am Körper eines kleinen Mädchens durch. Es ist ein erschreckender Anblick. Der Torso des Kindes ist geöffnet, aus ihrem Magen und den Eingeweiden kriechen lange Würmer. Sie kringeln sich auf dem Boden in einem Meer aus Blut und Gallenflüssigkeit. Das ist so ziemlich das absolute Gegenteil von dem, was wir hier sehen. Denn dort liegt kein kleines Mädchen, sondern ein Mann. Es wird keine Autopsie durchgeführt, sondern der Mann ist angezogen und intakt. Es kommen keine Würmer aus ihm raus und der Boden ist sauber. Dr. Robert Horchata. Doc, wir wollten sowieso mit dir sprechen. Des Doktors schroff, schönes Gesicht ist entstellt durch ein ungleiches Augenpaar. Eins ist normal, das andere hat die Größe eines Golfballs und scheint den Blick selbstständig schweifen zu lassen. Davon abgesehen ist sein Ausdruck freundlich. Großartig, mir knarren tragende Schläger, genau was dieses Dorf braucht. Ich wusste, dass ihr mich hier braucht, deshalb bin ich gekommen. Seid ihr hier, um zu helfen oder um euch selbst zu helfen? Zuerst mal, wir suchen nach Katzenstreu, hast du welches? Ich nehme an, ihr braucht das als Mittel gegen die Strahlung und nicht, weil ihr Katzenfreunde seid. Nun, ich habe ein bisschen was, aber das Zeug ist wertvoll. Ihr müsst mich überzeugen, wenn ich mich davon trennen soll. Sollen wir dich erschießen? Ich weiß nicht. Hast du Zeolit? Ha, schön wär's. Ich hätte ja gerne etwas von dem medizinischen Zeug zur Hand, aber Hollywood und diese Pistol-Packin-Priests in Griffith Park haben sich das meiste vor langer Zeit unter den Nagel gerissen. Also muss ich jetzt mit Katzenstreu auskommen, aber selbst das wird knapp. Wir brauchen Hilfe, Doc. Kannst du zusammenflicken? Das wären dann 3 Kugeln. Okay, nö. Munition gebe ich dir nicht. Nö. Du scheinst viele Patienten zu haben. Ja, Rodia wird von einer Krankheit heimgesucht, die durch Parasiten hervorgerufen wird. Wir haben bereits mehr als 10 Leute, hauptsächlich Bauern, verloren. Und ein weiteres Dutzend ist krank. Ich muss herausfinden, woher diese verdammten Würmer kommen. Und zwar schnell. Können wir irgendwas tun, um zu helfen? Nun, wärt ihr so frei? Ich brauche ein neues Mikroskop. Das ist der einzige Weg herauszufinden, wie die Würmer in die Mägen der Leute kommen. Die Manierlichen haben eins in ihrem Krankenhaus. Allerdings bin ich dort nicht mehr willkommen. Ich markiere es auf eurer Karte. Angel Oracle, da wohnen die Manierlichen und da gibt es ein Mikroskop, das ich besorgen soll. Also besorgen, ich weiß nicht, soll ich es klauen, kaufen? Ich weiß es nicht. Wie können wir dich denn überzeugen, uns ein kleines bisschen Katzenstreu zu geben?
Nun, es könnte reichen, mir zu helfen, ein Heilmittel für diese armen Leute zu finden. Wenn ihr das tut, gebe ich euch die Hälfte meines restlichen Katzenstreu. Also das Mikroskop finden, richtig? Das kriege ich hin. Was hältst du so von Rodia? Dies könnte so ein netter Ort sein, wenn uns jeder nur in Ruhe lassen würde. Ich schätze, das Leben hier war zu gut. Die Leute begannen es uns wegnehmen zu wollen. Erzähl mir mehr über die Krankheit. Die Parasiten scheinen die Farmer mehr zu beeinflussen als sonst jemanden. Ich weiß nicht, ob es an der Ernährung liegt oder ihrer Arbeit oder was auch immer. Ich habe Proben von möglichen Quellen überall im Dorf gesammelt. Aber ich benötige ein besseres Mikroskop, um herauszufinden, was davon der Übeltäter ist. Wie soll ein Mikroskop helfen? Die Larven dieser Würmer sind viel zu klein, um sie mit dem bloßen Auge zu sehen. Daher kann ich sie im Essen, in der Kleidung oder im Schmutz der Stadt nicht suchen. Ein Mikroskop wird mir helfen, sie zu finden, hoffe ich zumindest. Weißt du irgendwas über die Manierlichen? Ha, ich war mal eine, aber wir haben uns zerstritten. Warum hast du dich mit den Manierlichen zerstritten? Denen hat nicht gefallen, dass ich fluche und den Leuten genau gesagt habe, was ich denke. Kein gutes Benehmen, haben sie gesagt. Und sie sind sehr wählerisch, wenn es dabei, wen sie in ihr Krankenhaus lassen. Was bedeutet, sie entscheiden, wer lebt oder stirbt. Ich sag Scheiß da drauf und Scheiß auf die. Das ist Opossum-Scheiße, ganz einfach. Wo du recht hast, hast du recht, Doc. Opossum-Scheiße. Auf Wiedersehen. Ja, ich muss zurück an die Arbeit. Nur zu.